Das Thema Tod und Sterben hat in unserer Kultur einen eigenartigen Stellenwert. Wir beschäftigen uns auf eine oft nicht übermäßig konstruktive Art und Weise mit dem Thema. Etwas, das einen dann oft umso überraschender und unangenehmer trifft. Ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, davon nicht getroffen zu sein. Das ist wohl Teil dessen, über das wir reden sollten. Wenn es allerdings um die Thanatophobie geht, um die übersteigerte Angst vor Sterben, vor dem Tod, etwas, das verschiedenste Ausprägungen haben kann, dann ist das eine wirklich grundlegende, einschränkende Angst, die so überwältigend ist, dass es Betroffene aus der Bahn wirft. Das Schlimmste an der Thanatophobie kann für Betroffene die allgegenwärtige, die lähmende Angst sein, die ihren gesamten Alltag durchdringt. Diese tiefe Furcht vor dem Tod oder vor dem Sterbeprozess, das kann zu einer Reihe von emotionalen, psychischen oder sogar körperlichen Symptomen führen. Das wird die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. So erleben Betroffene die Thanatophobie. Anhaltende Angst- und Panikattacken. Die ständige Beschäftigung mit dem Tod, mit dem Sterben kann dazu führen, dass intensive Angstzustände und Panikattacken immer häufiger werden. Vermeidungsverhalten. Menschen mit Thanatophobie neigen dazu, Situationen, Orte oder Aktivitäten zu vermeiden, die sie an den Tod erinnern könnten. Dazu gehören dann auch Gespräche. Und das kann zu sozialer Isolation und einem eingeschränkten Leben führen. Schlafprobleme. Die Angst vor dem Tod kann zu Schlafproblemen bis hin zu Schlafstörungen wie Einschlaf- und Durchschlafstörungen oder wirklich heftigen Albträumen führen. Das wirkt sich dann auf vielerlei Weise aus. Es gibt übrigens ein Video zum Thema von mir. Körperliche Symptome. Angst und Stress können zu körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Schwitzen, Zittern oder Übelkeit führen. Emotionale Belastung. Ständige Angst kann zu Depressionen, Hoffnungslosigkeit, einem Gefühl der Sinnlosigkeit führen. Und das ist dann oft auch verbunden mit einem Gefühl der Taubheit. Beeinträchtigung der sozialen Möglichkeiten und beruflichen Optionen. Die Phobie kann Beziehungen belasten und die berufliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, weil die Betroffenen nicht in der Lage sind, sich auf Aufgaben oder soziale Interaktionen zu konzentrieren. Lebenskrisen. Thanatophobie kann tiefgreifende Fragen über den Sinn des Lebens und die Natur der Existenz aufwerfen, was zu Lebenskrisen führen kann, weil der Umgang damit üblicherweise nicht wirklich konstruktiv ist. Für Menschen mit Thanatophobie kann die Angst so überwältigend sein, dass der Wunsch nach einem normalen, unbeschwerten Leben vollkommen unerreichbar erscheint. Deshalb ist es ja auch so wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um geeignete Strategien zur Bewältigung der Angst und zur Verbesserung der Lebensqualität zu entwickeln. Wozu ist dieses Wissen gut? Mögen diese Einblicke dazu beitragen, besser zu verstehen, was bei einer Thanatophobie, der Angst vor dem Sterben, vor dem Tod vor sich geht und dass es sich lohnt, konstruktiv damit umzugehen. Es ist schon so vielen Betroffenen gelungen, sich davon zu befreien, einen konstruktiven Umgang mit dem Thema zu finden. Das Leben ist einfach zu kostbar, um sich von Ängsten einschränken zu lassen. Und die Thanatophobie darf kein Grund sein, nicht mehr am Leben teilzunehmen. Das wäre in sich auch nicht wirklich logisch, aber was ist bei übersteigerten Ängsten schon logisch? Tauschen wir uns aus. Welche Erfahrungen gibt es? Was funktioniert nicht, was bräuchte es? Machen wir uns gegenseitig Mut. Carsten Noack, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.